Frau Schwarzbach, wie ist das denn als Gewichtheberin? Werden Sie da auch auf der Straße erkannt wie die Fußballer? Nein, leider nicht, weil wir eine Randsportart sind und viele oder wenig Menschen interessieren sich für Gewichtheben, was eigentlich schade ist, weil es schon eine sehr interessante Sportart ist. Und ja, es hat halt seine Vor- und Nachteile, ob man auf der Straße erkannt wird oder nicht. Sie waren jetzt schon zweimal bei Olympia dabei. Nächstes Jahr soll es natürlich auch wieder so sein. Was ist das für ein Gefühl? A, wenn man natürlich einmal die Qualifikation schafft und B, wenn man dann natürlich selbst vor Ort ist. Also beim ersten Mal war das für mich noch so total neu, bis ich mal begriffen habe, dass es das größte Sportevent der Welt ist, wo ich dabei sein durfte und konnte. Und es ist eigentlich ein unbeschreibliches Gefühl. Man verarbeitet das eigentlich erst im Nachhinein, was man da erlebt hat. Sportler wünsche ich das eigentlich mal, das zu erleben. Sie waren jetzt bei der diesjährigen EM, waren Sie Zweite. Soll es dann, wie schauen Sie auf die Plätze in Rio? Gibt es da auch schon Ambitionen? Also wir haben jetzt die WM in 7 Wochen. Dort wird erst die Mannschaftsqualifikation sein. Und wir Frauen müssen uns separat von den Männern qualifizieren, haben leider bisher noch keinen Startplatz. Aber wir werden alles dafür tun, dass es Sie kommen ja gebürtig aus Görlitz. Ja. Was hat Sie denn hier in die Metropolregion Rhein-Neckar geschlagen? Also als erstes natürlich der Olympiastützpunkt und der Trainingsstützpunkt bei uns in Leim war einfach Voraussetzung für die Sportfördergruppe damals in Bruchsal. Und ja, jetzt so nach 9 Jahren möchte ich eigentlich nicht mehr weg. Also Sie sagen schon, Sie sind jetzt hier etwas heimisch geworden. Ja, jetzt vor 4 Jahren sind auch meine Eltern nachgezogen. Wie ist das mit den Trainingsbedingungen hier? Die sind natürlich dann wahrscheinlich durch den Stützpunkt perfekt, oder? Ja, weil wir haben einfach das Drumherum, das ist super. Wir können Sauna machen, wir kriegen regelmäßig Massage, wir trainieren in der Trainingsgruppe. Es ist einfach anders, als wenn jeder in seinem Heimatverein trainieren würde. Sie haben vorhin angesprochen, dass Gewichtheben noch nicht so im Rampenlicht steht. Wie hilfreich könnte denn da zum Beispiel so eine Plattform wie Vereinsleben.de sein, die sie Sportvereine, eine Plattform gibt, die nicht in dem Mainstream stehen? Also man müsste einfach den Leuten draußen mal zeigen, was das Gewichtheben nicht auf die Knochen geht. Also jeder Leistungssport ist natürlich, kann Verletzungen hervorrufen, aber dieses Langhanteltraining ist einfach auch für die Muskulatur einfach super und für die Problemzonen der Frau. Prima, dann vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.